Freunde, liebe Gäste, liebe Verwandtschaft, liebe Familie. Ich freue mich ganz besonders, euch hier alle heute begrüßen zu dürfen bei einer Premiere. Und zwar für uns, für unsere Familie eine Premiere, für mich selbst eine Premiere. Ich bin wieder auf Schifffahrt. Das ist schon mal viel wert. Viele Kollegen, als ich das Schiff überführt habe, die ich unterwegs getroffen habe, haben vor Freude gejauchzt und gejubelt. Viele sehen das sehr positiv und sagen, aha, da hat er mal gesagt, es gibt ein Leben nach der Schifffahrt, aber es gibt kein Leben nach der Schifffahrt, das kann ich Ihnen garantieren. Ich habe es probiert, 6 Jahre ging es halbwegs gut, aber nach dem 6. Jahr war die Schifffahrt doch wieder so stark, dass man sich dann zurücksehnt und irgendwie die Gelegenheit genutzt hat, um wieder auf Schifffahrt zu kommen. Und für uns, für unsere Familie war es eben die Gelegenheit, hier ein Schiff zu kaufen. Wir haben das getan. Ein Schiff, was hier in diese Gegend hervorragend reinpasst, zum einen, weil es natürlich die dementsprechenden Abmaße hat, um hier auf diesen Gewässern zu fahren, zum anderen natürlich, weil es nicht überdimensioniert ist. Hier haben 70 Personen maximal Innenplatz. Und wer dieses Schiff gerne mieten möchte, chartern möchte für Vereinsfeiern, für Familienfeiern oder andere Feierlichkeiten, der kann das natürlich tun und kann dann dementsprechend sich das Schiff einrichten, so wie er es gerne möchte. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil ist der sehr geringe Tiefgang dieses Schiffes. Ansonsten könnten wir hier wahrscheinlich schon nicht mehr liegen und im Wildpark auch nicht. Dieses Schiff geht maximal 95 cm tief, wenn alle Tanks voll sind. Da wir nicht alle Tanks voll haben, außer Diesel- und Trinkwassertank, natürlich gehen wir nicht ganz 95 cm tief, schwimmen wir also noch hier und im Wildpark auch noch ran. Das Schiff ist Baujahr 1977, wurde auf der Yachtwerft in Köpenick gebaut, ist dann über Dresden, wo es damals ausgeliefert wurde, an die Küste gekommen, ist dort in Warnemünde gefahren, eine Zeit lang, und von Warnemünde aus dann wieder zurück zur Elbe bis nach Wittenberg gekommen, ist dort in Wittenberg 4 Jahre gefahren und befindet sich jetzt, sagen wir mal, wieder fast in seiner angestammten Heimat, die ja auch nicht allzu weit von hier entfernt ist. Das Schiff verfügt über eine Klimaanlage im vorderen und hinteren Salon. Der vordere Salon bietet 20 Fahrgästen Platz, der hintere dann maximal 50. Also Sie sehen schon, es ist eine recht angenehme Größe. Wir können im Winter dieses Schiff auch beheizen, was uns natürlich den Vorteil verschafft, dass wir auch Fahrten jetzt anbieten können in die Adventszeit hinein. Das werden wir dann auch tun und wir hoffen, dass das dann auch sich rumgesprochen hat, dass auf diesem Schiff jeder sich eigentlich mehr oder weniger familiär, also wie zu Hause fühlen kann. Ich freue mich besonders, dass meine Familie mir sehr viel Rückhalt geboten und gegeben hat. Ansonsten wäre das auch nicht machbar gewesen. Sie haben den Drang zur Schifffahrt in mir wieder erkannt und haben mich dann sehr unterstützt. Meine Frau, meine Kinder und auch meine Enkelkinder, die mir dann dementsprechend dann den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, Opi, mach's, und sich jetzt riesig freuen, dass Opi ein Schiff hat. Ne? Möchte jetzt dem Schiff die Ehre erweisen, die es nicht zum ersten Mal bekommt, denn dieses Schiff ist jetzt insgesamt in die 4. Hand gelangt. Nichtsdestotrotz, ein Schiff wird nicht älter, sondern immer schöner. Das ist wie bei einer Frau. Die werden auch nie älter, sondern immer schöner. Fantastisch. Und deswegen möchte ich jetzt zur Taufe übergehen. Wir werden das nicht so klassisch machen, wie wir das eigentlich vorhatten. Das hat mit großer Sektflasche, das hat damit zu tun, dass wir hier ein bisschen noch beengt sind. Und wenn wir jetzt die Sektflasche werfen sollten, nicht, dass Sie denken, ich habe jetzt Angst, dass nachher ein Loch im Schiff drin ist, das unter Garantie nicht. Aber die Splitter der Glasflasche würden doch dann hier höchstwahrscheinlich diese ganze Veranstaltung in Notarzteinsatz ausarten lassen. Und das möchten wir alle nicht. Meine Frau wird die Taufe vornehmen auf eine Art und Weise, wie man auch ein Schiff taufen kann, und zwar mit einem Glas Sekt. Und natürlich den dementsprechenden Taufspruch. Ja. Da drücken? Nee. Dann möchte ich mich für die Ehre bedanken und möchte dieses Schiff auf den Namen Bismarckhöhe taufen. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser und dein Kiel. Ja. Alles Gute, Gesundheit und Freude.
Ja, mein Name ist Bernd Kuhl. Ich bin seit 1975 mit dem Wasser und meiner Frau fast verheiratet. Ich habe seit 1981 mein Schifferpatent, bin dann bis über das Jahr 2006 auf dem Wasser zu Hause gewesen. Habe dann versucht, 6 Jahre lang an Land glücklich zu werden, aber wer mit Leib und Seele sich dem Wasser mal verschrieben hat, der hält es an Land nicht allzu lange aus und habe jetzt in diesem Jahr meine eigene Reederei gegründet und habe mir damit einen riesengroßen Traum erfüllt. Nicht nur mir, sondern wahrscheinlich meiner Frau auch, denn die merkt auch wieder, dass ich glücklicher werde. Ich werde jetzt wieder ruhiger, fühle mich wieder wohler und das hängt natürlich auch sehr, sehr mit dem Job hier und vor allen Dingen mit meinem Schiff, mit meinem neuen Hobby zusammen.